Presented by Game Freak. Link, öffne deine Augen. Oh, sorry, falsches Spiel. Du befindest dich hier in meinem Reich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Ja, nicht sehr geräumig hier. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Ach, ich darf meine Maske hier abnehmen. Ah, das ist ja super. Okay, let's go, Domina. Sprich, wie lautet dein Name? Wie gesagt, as always, wenn ich das Girl in Pokémon Games spiele. Domina. Wohlan, Domina. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Hoffentlich eine gefüllte Welt. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Domina. Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Was? Jetzt bin ich doch froh über den Dexit. Pokémon Legenden Arceus. Hallo? Wach auf! Wach auf! Lag ich also doch richtig? Link, öffne deine Augen. Moment, es sind drei Pokémon. Lebst du noch? Ich bin nicht sicher. Wo bin ich? Aber hey, süße Äuglein. Und wer sind Sie? Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Wie gesagt, wer sind Sie? Wo bin ich hier? Und warum sieht es hier so ugly aus? My word. Das wollte ich dich gerade fragen. Wurde das jetzt nicht übersetzt, oder? Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das sieht man nicht alle Tage. Wer bist du? Wo kommst du her? Nun, aber davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Bitte? Haben Sie sich mal im Spiegel angeschaut? Ich weiß es nicht! Wo bin ich hier? Verstehe. Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Irgendwo, wo es schön aussieht. Gibt's hier so einen Ort? Oh, dir! Du kennst ja also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst? Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du so überhaupt überleben? Irgendwie wird's gehen, hoffe ich. Oder? Also schön. Ich kann jemanden in Not nicht einfach im Stich lassen. Bautz! Feuri! Otata! Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenden Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Entlaufen? Die stehen neben dir, Bro. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Bro, ja.
Was denkst du denn, wo ich lebe? Ein Glück. Du bist zwar vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Hm. Und wie lautet dein Name? Aha, Domina? So einen Namen habe ich noch nie gehört. Aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Ja, in der Tat. Oh, entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Laven. Ich bin Pokémon-Professor. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel mit den dreien hier... Lost. Oh no! Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Wartet auf mich! Ja, und ich hoffe, ihr habt auf mich gewartet. Jetzt geht's endlich los mit Pokémon Legenden Arceus. Das Spiel hat sich seit der ersten Ankündigung grafisch jetzt nicht so stark verändert. Wer hätte das bloß gedacht? Ja, erstmals angekündigt in der Pokémon Presents vom 26.02.2021, also ungefähr ein Jahr her. Game Freak hat ja mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle an den Pokémon-Entwicklungen erstmals ausgesetzt und das Projekt an Ilka weitergegeben, weil sie an diesem Spiel hier arbeiten wollten. Ein Spiel, das vieles anders machen soll, mit alten Traditionen brechen soll, ähnlich wie Pokémon Let's Go, und frisch sein soll, in einer offeneren Welt, aber keine Open World. Dieses Game, das ist ganz wichtig zu betonen, hat keine Open World. Die Gebiete sind mehr wie in Monster Hunter beispielsweise. Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Ah, das muss dieses neue Smartphone sein, was mir Arceus gegeben hat. Danke, Mann, jetzt muss ich keine 2000 Euro fürs neueste Smartphone ausgeben. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone ähnelt. Kann ich mich damit abonnieren? Wäre ganz geil. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich vertraue dir dieses Arceus Phone und folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Okay. Und ich hoffe doch, ihr befolgt diese Message. Nein, ernsthaft, natürlich spielen wir dieses Game hier durch und zwar möglichst gründlich. Das werde ich so handhaben, dass ich Hauptstory wahrscheinlich in normalen Videos bringe und Erkundungen sowie Pokédex farmen, weil unsere Aufgabe ist ja, wie ihr schon erfahren habt, alle Pokémon sehen und am ersten Pokédex aller Zeiten forschen, denn dieses Spiel hier spielt in der antiken Sinnoh-Region, die hier noch Hisui heißt. Und wir bauen sozusagen den allerersten Pokédex of all time. Die Menschen in dieser Welt kennen die Pokémon noch gar nicht so richtig und wir helfen ihnen eben, das zu ändern. Und genau das plus die Nebenmission werden wir wahrscheinlich in Streams machen. Oh, schon wieder daneben. Oh, meine neue Freundin aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Moment, Moment, wir sind hier noch keine Freunde, okay? Ganz ruhig. Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Ich sollte dir wohl erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen. Das ist Bautz. Bautz kann, wie Pflanzen, Photosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Scharfe Federn? Der sieht total kuschelig aus. Bautz! Bekannt übrigens aus der Alola-Region. Siebte Pokémon-Generation. Und das da drüben ist Feuriegel. Die Flammen auf Feuriegels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschrickt. Feuri! Bekannt aus Johto, der zweiten Pokémon-Generation. Das Pokémon beim Teich ist Otaru. Otaru treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Otata. Bekannt aus Einal, fünfte Pokémon-Generation. Ach, na sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Ja, besser ist es, denn das ist anders in diesem Spiel. Hier hast du ein paar Pokébälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Und auch die Pokébälle sind anders. Denn, wie gerade erwähnt, wir bauen den allerersten Pokédex
die Menschen sind noch nicht so vertraut mit dem Pokémon. Und dieser Ball hier ist, glaube ich, aus Holz und ein bisschen Metall. Einfach zusammengeschustert. Das ist der allererste Pokéball, mit dem man Pokémon fangen soll. Du musst sie werfen, um die Pokémon zu fangen. Wow, er gibt mir gleich 50? Gönnerlaune am Start. Pokéball. Ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Geil, oder? Es gibt ein Crafting-System in diesem Spiel. An sich auch wieder cool. Mal sehen, wie sie es umgesetzt haben. Oh, sorry. Das genügt wohl noch nicht als Erklärung. Ja, und offenbar hat er echt so einen Denglish-Touch. Das wird viele triggern. Dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Da hört ihr's. Wenn man einen Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte, bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Wir machen das doch bestimmt besser. Pokébälle werfen! Du kannst Pokémon fangen, indem du die Pokébälle auf sie wirfst. Halte die ZR-Taste gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen und mit dem rechten Stick deine Wurfrichtung anpassen, um das Ziel zu erfassen. Wenn du die ZR-Taste loslässt, wirfst du einen Ball. Trifft er das Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen wollen, dann drück B, um den Vorgang abzubrechen. Ja, das ist eben komplett neu. Ne? Normalerweise ist man ja ins hohe Gras gerannt, hatte dann einen Encounter und dann musste man das Pokémon schwächen oder konnte je nachdem sofort einen Ball werfen, je nachdem. Jetzt ist das alles ein bisschen nahtloser auf der Overworld. Und das ist eigentlich sehr erfrischend, muss ich sagen. Jetzt fragt euch natürlich, wer wird mein Starter sein? Man möchte meinen Feurigel. Aber ja, ich habe mir die letzten Formen der Pokémon angeschaut. Denn wichtig zu wissen ist, es gibt von jedem Starter eine Hisui-Form, also eine neue Entwicklung. Und ja, Geschmäcker sind verschieden. Feurigels Endentwicklung gefällt mir leider am wenigsten von den dreien. Bautz ist okay. Und tatsächlich Otaru, den ich von den dreien jetzt am wenigsten mag, aber auch nicht hate oder so, wird mein Starter. Stehen geblieben. Wie er noch versucht hat, wegzurennen. War richtig süß. Oh, wundervoll. Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mir ein Naturtalent zu sein, Domina. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch zwei entlaufene Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Hey Diggi, ich bin seit dem allerersten Pokémon-Game am Start. Aber ja, ich habe vergessen, dass wir die anderen auch einfangen müssen. Aber ich habe jetzt einfach vorsichtshalber schon mal meinen Starter gefangen, so als allererstes. So, und dieses Feurigel trickst sich jetzt aus. 200 IQ. Sehr geil. Wichtig für euch zu wissen ist, denke ich auch, dass wir hier, aufgrund dessen, dass wir die antike Sinnoh-Region bereisen, auch den Sinnoh-Dex füllen. Also es sind eigentlich dieselben Pokémon wie ein strahlender Diamant und leuchtende Perle, soweit ich weiß. Plus die neuen Formen. Und das Ganze ist dementsprechend auch eine Vorgeschichte zu Pokémon Diamant und Pearl. Fantastic, Domina. Einfach fantastisch. Dabei gibt es so viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nähern, geschweige denn sie zu fangen. Ein Pokémon fehlt noch. Mach dich auf die Suche und halte einen Ball bereit. Okay, okay. Also Baus war da hinten, soweit ich weiß. Dieses Spiel zählt auch offiziell noch zur 8. Pokémon-Generation. Also es ist nicht das erste Game der 9. Gen, obwohl man hier natürlich schon einiges neu macht. Ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergehen wird. Vor allem, was wird Ende des Jahres geschehen? Bekommen wir dann die 9. Generation oder einen neuen Let's Go-Title? Sehr, sehr spannend. Yeah, hab ich dich. Ach ja, das passiert schon mal. Einen Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuch's einfach nochmal. Ja gut. Den Fall müssen sie natürlich auch einmal featuren.
Denn das ist genauso wie in den anderen Pokémon-Games, ja? Keine Garantie. Man kann dann später auch im Kampf die Pokémon ganz normal schwächen. Ebenfalls auf der Overworld. Also dieses Nahtlose fühle ich tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Ich kenne das ja auch nur aus den Trailern. Aber ja, man kann grundsätzlich machen, was man will. Entweder gegen sie kämpfen und sie schwächen oder direkt die Bälle schmeißen. Und soweit ich weiß, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, wenn man sie halt überrascht von hinten trifft, unentdeckt bleibt. Also das Ganze basiert auch sehr, sehr stark auf Stealth. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die, diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören auf niemanden. Ich hab's vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Domina, dein Umgang mit Pokébällen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können, darin Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Jahrzehntelanger Skill. Es kommt mir so vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Übrigens, spielen wir eigentlich einen Zeitreisenden? Also so verstehe ich das Stand jetzt. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Phone, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt, daher gibt es nicht viele Leute, die damit gut umgehen können, um Pokémon zu fangen. Dann tauchst du plötzlich hier auf. Mit einem Talent zum Fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen, ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Ja, Mann, machen wir das! Und ab dem 28.01.2022 könnt ihr das auch tun, denn das Spiel erscheint genau an diesem Tag für Nintendo Switch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du bei mir mehr als willkommen. Mussten da hinten gerade wirklich Berge nachladen? Habt ihr das auch gesehen? Uff, bitte nicht. Oh. Exzellent. Dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja auch noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir. Ich bring dich direkt nach Jubeldorf. Und der Name sollte jedem bekannt vorkommen. Jubelstadt kennen wir aus Pokémon Diamant und Pearl. Oh, gehen. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass da auch mal drauf eingegangen wird. Was ist das? Okay, erstmal keine Antworten. Scheint für die Leute hier normal zu sein, offenbar. Okay. Crazy. Also auf die Story bin ich wirklich sehr gespannt, weil in den Trailern, muss ich ganz ehrlich sagen, konnten mich die Entwickler bisher nicht überzeugen. Das Game ist einfach nicht schön. Punkt 1. Sieht halt wirklich aus wie eine Alpha. Oder wie ein Steam Greenlight-Projekt, mehr aber auch nicht. Finde ich auch schrecklich, dass das wirklich so rauskommt. Aber immerhin leckt es nicht mehr so krass wie im ersten Trailer. Und ja, schauen wir mal, was die Story zu bieten hat. Vielleicht kann die das ja retten. Bin sehr gespannt, aber bisher habe ich halt den Eindruck, man muss einfach nur Pokémon fangen und halt die Gebiete erkunden und das war's. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Hey, seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Diese junge Dame hat mir und meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich sie ins Dorf einladen. Ah, hier kommt auch nicht jeder rein. Gut, dass wir uns bewiesen haben. Und das ist also Jubelstadt vor x Jahren. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre man hier in die Vergangenheit reist, aber offensichtlich sehr lange. Hier geht's lang, bitte folgt mir. Es ist der Galactic-Expedition zu verdanken, dass dieses Örtchen so prächtig gewachsen ist. Wir befinden uns gerade auf der Fleetstraße. Oh, das erinnert an Fleetburg. Das Dorf wurde erst vor 2 Jahren gegründet. Uns fehlen noch viele helfende Hände. Da wir nur wenig über Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige, das Dorf zu verlassen. Das Gebäude, das dort am Ende der Straße emporragt, ist der Galactic-Hauptsitz.
Schon mal cool, dass die ganzen Leute auch auf mich reagieren. Ich bin halt ein Fremder für die. Weniger cool sind die Copy-and-Paste-Häuser. Oh, jetzt hätte ich's fast vergessen. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenen Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Speiselokal klingt gut. Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Alright. Oh, dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Ja, moin. Okay. Aber ich finde, es ist ganz gut, dass sie das mit dem Arceus-Phone auch nachvollziehbar begründet haben. Weil es haben halt immer alle drüber gelacht, von wegen, ey, das ist hier antikes Sinnoh, warum hat sie ein hochmodernes Phone? Aber es macht jetzt schon Sinn. Wir spielen offensichtlich wirklich einen Zeitreisenden, der halt von Arceus dieses wundersame Phone bekommen hat. Und darüber empfangen wir unsere Missionen, haben eine Karte etc. Drück den Minusknopf, um die Karte auf deinem Arceus-Phone aufzurufen. Auf der Karte findest du Wegweiser zu deinen nächsten Zielen und Informationen zu deinen Missionen. Die Wegweiser zu deinen Zielen werden auch angezeigt, wenn du unterwegs bist. Okay, nice. Solltest du einmal unsicher sein, wo es als nächstes hingeht, musst du in der Umgebung einfach nach einem Zielortsymbol Ausschau halten. Also das hier ist mein Hauptziel, oder? Ja, sieht so aus. Wie gesagt, Hauptstory werde ich als Video veröffentlichen, Nebenquests und Erkundungen dann wahrscheinlich als Stream. Macht das jetzt Sinn, das Dorf direkt zu erkunden? Ich denke nicht, oder? Ich würde mich hier schon gerne umsehen, aber befürchte, wir sollten erstmal der Main Story folgen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galactic-Expedition. Los, verschwinde jetzt! Yo, das gibt eine 1-Sterne-Bewertung. Oha. Der männliche Charakter. Was bist denn du für eine? Und was für seltsame Gewänder du trägst. Ah ja. Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du von Pokémon angegriffen wirst. Da du ins Dorf gelangt bist, musste jemand die Erlaubnis dazu erteilt haben. Kennst du vielleicht Professor Laven? Er ist aus einer fernen Region angereist. Allerdings ist nicht viel Verlass auf ihn. Seine Pokémon laufen ihm ständig davon. Erst vor kurzem sind schon wieder 3 ausgebüxt. Ich hätte sie ja eingefangen, aber leider war ich außer Gefecht gesetzt, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock getroffen hatte. Ja, richtig gehört. In diesem Game greifen die Pokémon die Menschen an. Wie ich das finden soll, weiß ich noch nicht ganz. Es ist genau wie Lumius gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Ach, mach dir keine Sorgen. Lumina hier wird uns ab jetzt helfen. Wie bitte? Wollen Sie dieses Mädchen etwa in den Forschungstrupp aufnehmen? Ja, Mann, was dagegen? Das ist unverantwortlich. Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Digga, komm mal klar. Ich gestatte es. Hä? Wer ist die denn? Die sieht aus, als hätte sie gerade Crack genommen. Sofern sie über die notwendigen Fertigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galactic Expedition. Sieht jetzt nicht so sympathisch aus, obwohl sie mich gerade gerettet hat. Ich habe von Professor Laven gehört, wie du die entlaufenden Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Wie nett. Also, kannst du auch wie eine Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Wait, what? Kinderarbeit, ja moin. Doch, du solltest wissen, dass wir eine Fremde wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Okay. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Kommandantin, möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unsere Besucherin. Ich verzichte. Beim Essen zieh's vor, ungestört zu sein. Ja, wie gesagt, nicht gerade sympathisch.
Oh dear, eigenbrötlerisch wie und je. Also dann, alles Weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo, Mubeshi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmochi. Heute aber 3 Portionen, bitte. Vielen Dank, Mubeshi. Deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Habe ich noch nie gegessen. Wo bekommt man das her? Professor Laven, wo haben Sie diese Fremde überhaupt aufgetrieben? Nun, sie ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dem Riss im Raum-Zeit-Gefüge. Meinen Sie das ernst? Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, man findet sie wirklich überall. Auf Wiesen, in Wäldern, im Meer. Und die Mission des Forschungstrupps besteht darin, herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Domina ins Spiel. Ihr ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen, hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. That's incredible! Einfach unglaublich. In der Galactic-Expedition gibt's niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchungen starten. 3 Pokémon? Das ist nicht ohne. Wir tun uns schon schwer damit, auch nur ein einziges zu fangen, während wir von wilden Pokémon angegriffen werden. Haha, ihr Loser. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unsere Freundin hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihr möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat drin gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Domina. Wenn du der Galactic-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ja, hört sich an einem guten Deal an, oder? Können wir machen. Ja, ein wahrer Gaumenschmaus war das. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen, Professor? Was, wenn Domina die Prüfung nicht besteht? Dann kann sie dem Forschungstrupp nicht beitreten. Bei ihrem Können mache ich mir keine Sorgen. Domina wird ganz sicher bestehen. Ich hoffe, Sie behalten recht. Domina war dein Name? Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Wie nett. Sehr ungewöhnlich für die Dame. Doch solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Falle ein qualvoller Tod erwartet. Was? Was ist denn mit der Frau? Die schwankt irgendwie zwischen nett und mega assi hin und her. Aber sie scheint das ernst zu meinen. Tatsächlich aber auch nachvollziehbar irgendwie, weil ihr müsst mal überlegen. Wir leben in der Moderne. Früher war das ja auch normal. Wenn du draußen gelebt hast und außergemeinschaftlich, warst du auf dich allein gestellt und bist womöglich erfroren, wurdest von Bären oder Wölfen gefressen, beispielsweise. Ne? Das ist schon geschichtlich nachvollziehbar. Kommandantin Celestis ist so unerbittlich wie die Hisui-Region. Sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. Ja, Mann, keine Schwäche zeigen. Ganz wichtig. So, meine Freundin aus dem Himmel. Ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Scherz beiseite, ich wünsche eine gute Nachtruhe. Ruh dich gut aus. Ja, wo denn überhaupt? Oh oh. Ein Mensch, der aus dem Himmel fällt. Wer um alles in der Welt bist du bloß? Okay. Meine Wohnung scheint dort vorne zu sein. Unterscheidet sich jetzt nicht großartig von den anderen Häusern.
alles sehr japanisch in dem Spiel. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Die Forschungsfibel. Die Forschungsfibel enthält wichtige Infos, die dir bei deiner Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü, indem du den Aufwärtsknopf drückst, um unter Hilfe jederzeit darauf zuzugreifen. Mhm. Tipps für Mitglieder. Denkt immer daran, euer Abenteuer regelmäßig zu speichern. Im Spielmenü kannst du deinen bisherigen Spielfortschritt speichern. Wenn du die Funktion automatisch speichern aktivierst, wird dein Spiel automatisch gespeichert. Du kannst sie im Spielmenü unter Hilfe und dann Einstellungen ein- und ausschalten. Alles klar. Was gibt's hier noch? Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Ja, aber hier wird auch gekocht, oder? In diesem Krug wird Trinkwasser aufbewahrt. Ein Deckel verhindert, dass Staub hineinfällt. Ja, klingt sinnvoll. Das ist eine Lagerkiste, in der du bestimmt etliche Items unterbringen kannst. Oha. Erstmal pennen. In diesem kuscheligen Futon. Was geht da draußen ab? Was zum...